Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es mal um das Thema Schlupflidschminken. Ich verspreche dir eins, nach diesem Video wirst du denken, aha, jetzt hat's Klick gemacht. Denn ich zeige dir anhand von einem Beispiel ganz einfach, worauf es beim Schlupflidschminken wirklich ankommt. Denn das ist immer die größte Frage da draußen. Muss ich jetzt hell schminken, dunkel oder was soll ich verwenden? Punkt Nummer 1, schwarz ist die Farbe der Macht in dem Fall. Denn mit dunklen Kontrasten, und ich zeige dir das gleich an einem Bild, ich werde es dir beweisen, mit dunklen Kontrasten erarbeitest du dir sozusagen eine optische Höhle. Und ich habe hier ein Bild, das hier ist ein typisches Schlupflid. Ja? Hier außen, das Lid drückt richtig schön auf das Auge drauf. Was ist der Unterschied bei einem offenen Auge? Naja, ein offenes Auge ist offen. Da gibt es keine Lidfalte, die außen irgendwie drauf drückt. Jetzt musst du dir vorstellen, wie würde denn ein offenes Auge aussehen? Ja, das würde hier natürlich nicht hier drauf drücken, sondern es würde hier ungefähr ab dem höchsten Punkt der Pupille geradeaus weiter rüber gehen. Also so, offen halt. Und jetzt müssen wir diese Offenheit uns einfach nur hindenken und wir sozusagen eine optische Höhle schminken. Und wie machen wir das? Mit Dunkel. Du gehst einfach mit einem dunklen Lidschatten ab dem höchsten Punkt auf das Lid, was eigentlich auf das Lid drauf drückt. Nur, dass du mit einem dunklen Lidschatten hier auf die Kontur drauf gehst und dir somit eine optische Höhle erarbeitest und das Auge quasi nicht drückend bleibt, sondern du das Auge optisch gerade stellst. Ja, denn ein offenes Auge wäre ja offen und diese Offenheit schminkst du einfach nur mit einem dunklen Lidschatten und am besten schwarz, umso dunkler, umso höher der Kontrast, umso höher der Effekt, schminkst du dir optisch einfach jetzt dahin. Und das war's. Und dann hast du quasi optisch ein offenes Auge. Also, ich hoffe, du hast jetzt diesen Aha-Effekt. Denke daran, schwarzer Lidschatten, schwarz ist die Farbe der Macht bei einem Schlupflid, rock the Make-up. Wenn du Fragen hast, gerne in die Kommentare. Wenn du allgemein schminken lernen möchtest, habe ich natürlich auch unten noch die passende Visagistenausbildung für dich verlinkt, wo ich dir zeige, wie du ganz einfach tolle, schöne Make-ups machen kannst für den Red Carpet, für Models. So wie ich einfach schminke, schon seit über 10 Jahren. Nur verspreche ich dir eins, ich erkläre dir Make-up so einfach, wie du es wahrscheinlich nirgendwo anders lernst. Rock the Make-up, bis zum nächsten Video.